planst du es besten. Danke. Nächstes Jahr wird sich die Seebühne Mörbisch in die Weltstadt London verwandeln mit einer zeitgemäßen Version von My Fair Lady, das Musical. Die aus armen Verhältnissen stammende Eliza Doolittle beherrscht kaum ihre Muttersprache und verkauft Rosen auf der Straße. Ein Thema, das auch heute noch aktuell ist, so Generalintendant Alfons Haider. Wer heute keine Sprache beherrscht oder seine Heimsprache als Heimatsprache nicht beherrscht, kriegt keine Ausbildung, hat keine Ausbildung und ist dann ein Mensch zweiter Klasse. Wird von der Gesellschaft, von der Industrie, vom Gewerbe einfach ausgeschlossen und hat Riesenprobleme. Und das geht auch den Menschen heute so, 2023 oder 2024. Und diese Eliza, die Unterschiede sind aber auch sehr gut natürlich, weil wir heute spielen die Tatsache, dass wir schon derartige Probleme haben mit der Natur, dass es keine Veilchen mehr gibt, dass man die großräumig verkaufen kann, ist unsere Veilchenverkäuferin eine Rosenverkäuferin, weil die gibt es noch. Ihr Vater wird ein Taxilenker und kein Mistkutscher. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Mittwoch bekannt gegeben, wer die Hauptrolle spielen wird. Die Wahl fiel auf die 21-jährige Anna-Rosa Döller. Ich verbinde damit eine starke Powerfrau, die sich trotz ihrer ärmlichen Verhältnisse trotzdem sehr gut selbst verwirklichen kann und ihren Träumen folgt. Also die Eliza, wie wir sie ansetzen, als dieses punkige Mädchen, das habe ich auch ein bisschen in mir, weil ich nebenbei in einer Rockband singe. Also so kann ich auf beide Charaktere von der Eliza ein bisschen zugreifen. Der Jungmusical-Star begeisterte heuer bereits bei Mamma Mia das Publikum in Mörbisch. Es ist schon toll, wenn du neben einer Bettina Mönch stehst, die die Hauptrolle gespielt hat, die Mutter, und sie fällt um nichts in der Begeisterung beim Publikum ab. Im Gegenteil, es hat sich gematcht. Einmal hat die eine mehr Applaus gehabt, einmal die andere. Aber dann kommt noch dazu, dass sie so ein toller Kumpel ist, dass sie so bodenständig ist, dass sie extrem diszipliniert ist, extrem freundlich ist und auch schon weiß, was es bedeutet, eine Hauptrolle zu spielen. Du hast dann Verantwortung auch für die Kolleginnen und Kollegen. Hier kommt die erste Anweisung des Intendanten. Nichts Süßes bis zum Sommer, die Kostüme sind sehr eng.